Willkommen zurück zum Talos Principle. Wir sind in der Welt B07 und ich meine, das hier habe ich schon gelesen, richtig? Ja, genau, das habe ich schon gelesen. Habe ich schon mit dem Computer geredet? Gucken wir mal schnell nach. Habe ich tatsächlich. Alles super. Dann schaue ich noch, wann die Aufnahme angefangen hat. Alles klar. Gut, ich weiß, ihr wollt es hören, also lies mir. In der ersten Nacht, als mir bewusst wurde, dass es alles vorbei war, bin ich nach draußen gegangen, um die Sterne zu sehen. Und ich dachte, irgendwo dort oben sind die Raumstationen, die wir gebaut haben. Und die Sonden, die wir ausgesandt haben. Voyager 1 und 2, jenseits vom Rand unseres Sonnensystems. Sie setzen ihre Reise durch das All fort. Wie Denkmäler an unsere Träume. Botschafter, die ihr Heimatland überdauert haben. Und dann dachte ich, wenn sie immer noch dort oben sind, sind wir dann wirklich verschwunden? Wenn man annimmt, dass Maschinen eine Fortsetzung des menschlichen Körpers da... Nein, ich hab's unterbrochen, es tut mir leid. Kein Ausweg, kein Ausweg, kein Ausweg. Ach Mann, jetzt habe ich es abgebrochen. Ach, das macht mich sauer, dass der Gott immer dazwischen reden muss. Ich meine, Papa. Oh, was ist denn da noch? Wie löst man ein Problem, das sich über die eigene Lebenszeit hinaus erstreckt? Diese Frage ist womöglich die Essenz der Zivilisation. Die einzige Antwort, die ich finden kann, ist einen Vorgang zu initiieren. Eine Umgebung zu erschaffen, in der die Lösung unabhängig von der eigenen Anwesenheit entstehen wird. Aber diese Antwort verlangt ein schwieriges Opfer. Die Chance, ein Zeuge zu sein. Das Gefühl, im Zentrum des Universums zu stehen, ist schwer aufzugeben. Am Projekt Zivilisation teilzunehmen, heißt den eigenen Tod zu akzeptieren. Sehr erheiternd, Alex, wirklich. Alex? Was? Wie, was? Oh, Moment, was? Hat er mich gerade mit Namen angesprochen? Ich habe nicht aufgepasst, ich habe was kurz nachgehört. Wer ist Alex? Ich bin Alex. Was geschieht hier unten? Okay, das gibt eine ganze irre Reihe von Wegen und ich muss da irgendwie durchkommen. Ich bin nicht sicher, ob ich auf denen reiten kann, nämlich zwei Kisten übereinander staple. Das wäre eigentlich mal ganz interessant herauszufinden. Ich würde sagen, tun wir das jetzt. Dieter fährt auf jeden Fall weit genug. Ich denke mal, das geht nicht, aber ausprobieren werde ich es trotzdem. Ah, es geht doch. Wow. Wow. Brauche ich so eine Kiste noch? Natürlich, ich brauche beide Kisten. Und die wieder abzunehmen, wird ziemlich unmöglich sein, nehme ich an. Ja. Okay, machen wir unser erstes Puzzle an der Hand. Ich denke mal, hier drüber zu kommen, ist auch unmöglich. Was leider sehr schade ist. Okay, aber ich kann da drauf reiten, ohne dass die es mitkriegen. So, ganz links außen vorbei kann ich nicht. Da ist auf jeden Fall die eine Drohne hier drüben. Ich muss ja beide Kisten mitnehmen. Das ist echt lästig. So, ich kann hier theoretisch runterklettern, aber dann ist diese ständige Drohne da drüben relativ nervig. Andererseits, da könnte man schon vorbeikommen. Das würde ich einfach mal ausprobieren. Einfach eine Runde mal hier. Oh shit. Oh. Ich probiere das nochmal. Das sah zwar gerade sehr mies aus, aber eigentlich fühlt es sich noch nicht so falsch an. Ich muss nur mich weiter im Eck. Nein! Ach fuck. So, wir haben nämlich die eine da. Um die Gelegenheit zu gehen ist... Nein, 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 nein.
Wie viele Kisten brauche ich denn nachher? Schon zwei, oder? Ich muss ja auch hochklettern können, also brauche ich eigentlich beide Kisten. So, fährt denn eine drüben zu dem... zu der Anhöhe da? Ja, tut das. Also die zwei treffen sich da so. Ja, das müsste gehen. Okay, also wenn die mich auch nicht sehen, wenn ich auf einer Kiste draufstehe auf ihnen. So, schnell, schnell, schnell. Ah, zu langsam. Das hätte wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Wenn die mich da auch nicht sehen, dann könnte das ja was werden. Ich glaube, ich muss beide Sprachnachrichten von eben von der netten Dame nochmal anhören, weil... Nein, 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 nein! Ach, ich dachte, es erscheint ein zum Ziel springen und habe deswegen einfach Leertaste gedrückt und springt er einfach ab. Oh. Das Level nervt mich jetzt schon. Solche Levels mag ich nicht, wo ein Missklick einen sofort rausbringt. Das ist ein Geschicklichkeitslevel und kein Rätsellevel. Hopp. Und nehmen, ja, so. Viel besser. So schwer ist er nämlich eigentlich gar nicht. Nein! Ach, gib mir doch das Kistchen jetzt, blöder. Blöder, blöder Bombenbot. Okay. Kurz umschauen, ob hier irgendwo offensichtliche Dinge versteckt sind. Huch! Ja, wie? Ich kann das Ding nicht nehmen. Was? Willst du mich verarschen? Das geht auch sonst immer von oben. Das geht hier nicht, weil deine Tür im Weg ist, oder was? Das ist ja mal assi. Das ist einfach schlecht programmiert. Das muss man so sagen. Weil das sollte gehen, dass ich das aufnehmen kann. Das hat mit der Tür ja nichts zu tun. Okay. An anderen Stellen ist das die gewollte Lösung und hier geht es einfach nicht. Na gut. Ups, das muss ich nicht. Ich wollte eigentlich die Aufnahme nochmal. Zeitkapsel 7 und Zeitkapsel 8. Wie löst man ein Problem, das sich über die eigene Lebenszeit hinaus? Muss man ein bisschen besser aufpassen. Diese Frage ist womöglich die Essenz der Zivilisation. Die einzige Antwort, die ich finden kann, ist einen Vorgang zu initiieren. Eine Umgebung zu erschaffen, in der die Lösung unabhängig von der eigenen Anwesenheit entstehen wird. Aber diese Antwort verlangt ein schwieriges Opfer. Die Chance, ein Zeuge zu sein. Das Gefühl, im Zentrum des Universums zu stehen. Ist schwer aufzugeben. Am Projekt Zivilisation teilzunehmen, heißt den eigenen Tod zu akzeptieren. Sehr erheiternd, Alex, wirklich. Sehr erheiternd, Alex, wirklich. Okay. So, hier geht's sehr schnell auf. Oh, hier ist ein Stern dahinter. Ich brauche Rot. Rot für den Stern. Und hier drüben wird das überhaupt nichts. Weil die Viecher zu schnell kommen. Aber macht ja nichts, man kann die Viecher ja blockieren. Oh, jetzt habe ich es selber. Bin ich der Depp oder was? Ich bin der Depp. So, das Puzzleteil hätten wir schon mal. Das mit dem roten Strom wird ein bisschen schwieriger. Dafür müsste ich mal wieder so ein... irgendwas hier oder durch die Tür? Vielleicht durch die Tür. Okay, hier draußen gab es noch was zu lesen. Nehmen wir mal an, dass alles keinen Sinn hat. Das Universum ist eine Maschine, die vor langer Zeit angeschaltet und dann vergessen wurde. Wie erkläre ich dann, was ich sehe? Was siehst du denn? Vielleicht stellst du die falsche Frage. Vielleicht hast du keine Chance, es zu erklären. Shepard. Vielleicht nicht alleine. Sheep. Sheep und The Shepard geben sich hier die Fusion. Das kommt darauf an, ob die Maschine iterativ ist und welches Problem sie lösen soll. Von Always Right. Klugscheißer.
Falls ihr versucht, den Typen im Archiv auszutricksen, ist die Antwort nichts von dem. Dog. Okay, wo sind die leichten Puzzle? Gibt es noch leichte Puzzle? Es gibt keine leichten Puzzle mehr. Also nehmen wir uns ein schweres vor. Zum Beispiel... Hier. Ein Ventilator über die Unendlichkeit. Okay, das ist unser Zielteil und unser Ausgang. Da drin liegt eine Kiste. Das ist verdächtig. Die ist doch nicht fürs Rätsel da. Also ist sie für den Stern da. Und es gibt hier zwei Sterne. Hier gibt es eine Treppe. Dann kommt man hier oben an. Da unten ist jemand schrecklich verblutet. Ach nee, es ist nur ein Button. Der den Ventilator anschaltet, alles klar. Strom und so weiter, aber da fehlt doch noch was. Da fehlt doch noch was. Drüben ist ein Jammer. Diesmal lasse ich mich nicht verarschen. Ich werde darüber nachdenken, den Jammer zu benutzen. Achso, ich kann ja gar nicht pusten, wenn... Naja. Achso, ich kann den Jammer auch holen. Sehr gut. Das bedeutet, ich kann die Tür da drüben jammen. Das bedeutet, ich komme an diese Kiste hier ran. Das bedeutet, ich kann diese Kiste auf diesen Button legen. Und die Frage ist, bringt mir das was? Der Gedanke war, ich kann jetzt bestimmt darüber springen. Nee, kann ich nicht. Kann ich echt nicht. Ja, doch kann ich. Dann komme ich hier runter und hier gibt es eine weitere Kiste hinter rotem Strom. Das ist doch wieder Verarsche hier. Hinter rotem Strom, ja klar. Bringst du Strom hin, um an die Kiste zu kommen? Von wegen. Von wegen. So, jetzt mal den ganzen Kram mal da runter. Den ich hier noch gebrauchen kann. Ich sagte runter. Okay, holen uns unseren Jammer wieder. Jammer sind besser zum Türen öffnen als der blöde Strom. So, und selbst das Teil hier kann ich vielleicht noch gebrauchen. So, ich habe eine ganze Menge Werkzeuge. Also schließen wir es mal an. Der offensichtliche ist der hier. Dann haben wir die nächste Tür, die wird gejammt. So, und hier bräuchten wir noch einmal Strom, um an noch so ein Ding ranzukommen. Oder wir jammen halt diese Tür hier auch irgendwie. Dazu müsste ich den Jammer nur an dieser Tür hier vorbeischmuggeln. Das klingt noch nicht unmachbar. Momentan habe ich noch nur einen Laserumlenker. Und der würde reichen, um hier blau aufzumachen, solange ich ihn irgendwie hier reinkriege. Und hier reinkriegen ist ja sehr gut machbar mit dem Jammer. Ich nehme mal das Windrad mit, man weiß ja nie. So, jetzt jammen wir das Tor hier. Schnappen uns den, machen da drüben auf, schnappen uns den, so, und jetzt habe ich gesagt, muss ich lediglich dieses eine Tor hier aufmachen, mit zwei von den Gitters, mit zwei, oh, das kommt mir so vor, als ging das nicht. Außer vielleicht... Okay, ich habe einen Plan. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Also das muss doch wieder da eingesetzt werden. Und dann brauchen wir so ein Teil. Schließen das an den Strom, stellen das da drauf und stellen eine der Boxen auf den Button. Achso, ja. Das muss auf einer Box stehen, damit es stabil ist. Schon klar, schon klar. Kriegen wir alles hin.
Du Box, komm mal kurz her. Du da kommst da. Sorry, ich hab's wieder nicht mit der richtigen Taste aufgenommen. So. Das fliegt. Und jetzt brauchen wir noch den da. Und der muss jetzt... das reicht aber auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das reichen könnte. Nee. Das ist aber knapp. Ist schon eher knapp. Oh, ist schon sehr knapp. Aber das ist es echt nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wär's. Gut, ich kann es auch. Ich kann es natürlich auch woanders aufstellen. Dann muss ich selber nochmal hochfliegen. So, und zwar möchte ich dann den da verbinden mit... Ah, das geht aber auch nicht, da komme ich auch nicht rum. Da haben sie doch absichtlich diese Wand hingestellt. Die Wand ist mir im Weg. Ach, nee. So komme ich auch nicht ran. Aber ich müsste doch nur diese eine Tür aufkriegen. Gut, okay, ich kann auch die hinterste Tür aufmachen. Das geht ja auch, habe ich gesagt. Kann ich die denn sehen mit dem Strom von dort? Okay, mal angenommen, ich könnte das. Ja, dann lasse ich das erstmal wieder fliegen da drüben. Das macht ja Sinn. So, das runter, das drauf, das da kommt dann oben drauf, das kommt dahin. Ich nehme den Jammer mit. Jamme die Tür hier. Und gucken wir mal, ob ich das sehen kann. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, so rum geht's. Okay. Und jetzt kriege ich hier eine weitere Kiste. Jetzt kann ich über Dinge drüber klettern. Oder den Strom hinten noch höher heben. Das ist interessant. Aber das ist interessant für eine andere Folge. Also, ich glaube, das war's schon für diese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist Zeit für Bonusstern. Bonusstern hat dich gern. Okay, ich bin hier in Level A03. Und zum einen kann ich hier eine Nachricht hinterlassen. Ich habe Farbe gefunden. Also hinterlasse ich doch mal eine. Bleib deinem Weg treu, denn diejenigen, die am weitesten kommen, erlangen wundersame Kräfte. Das möchte ich hier anpinseln. Jawoll. Hey, meiner Version hat sich hochgedreht von 21 auf 38. Seit ich das letzte Mal gepinselt habe. Das weiß ich genau. So, und das zweite ist, ich habe hier eine Idee, wo sich ein Stern versteckt. Und zwar gibt es diese Säulen hier im Zentrum. Und die haben hier Schalter. Kleine, nette Schalter. Und da könnte man jetzt ewig rumrätseln. Es gibt sehr viele von diesen Säulen. Allerdings habe ich mich, glaube ich, gespoilert für dieses Rätsel. Nicht absichtlich, aus Versehen. Ich habe nämlich einen Stream geschaut von jemandem, der dieses Spiel speedrunnt. Und ich habe ungefähr eine Minute reingeschaut und schon hat er erzählt, dass es hier ein abgefahrenes Rätsel gäbe, bei dem man irgendwelche geheimen Botschaften entdecken muss, von Hexadezimal in ASCII-Zeichen umrechnen muss, um dann ein Rätsel zu lösen, das als Antwort das Jahr der Mondlandung hat. Das meine ich mich zu erinnern. Deswegen werde ich das jetzt ausprobieren. Und wenn das funktioniert, dann bin ich glücklich, dass ich das nicht selber machen musste, weil das sind so diese Art von Rätseln, auf die ich nicht so viel Lust habe, weil ich das schlecht während der Aufnahme nebenher machen kann und auch nicht so die Lust habe, ständig eine ASCII-Tabelle zu Rate zu ziehen. Ich bin nicht ganz sicher, in welchem Format ich das jetzt eingeben muss, aber ich würde einfach mal probieren 1969, 1996.
Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich es vielleicht nachschauen, weil wie gesagt, ich auf das Rätsel nicht so viel Lust habe. Das ist die 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 und noch ein weiteres Mal die 9. Oh. Ach so, die schalte ich um. Ja, okay. Dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Mal der 6er-Button. Ah ne, der ist drin. Boah, das ist ja schwer zu sehen, ob die gerade drin sind. Ich habe ein paar schon rumgedrückt, wild. Die werden jetzt wahrscheinlich auch verstellt sein. Eins. Das kann ich nochmal beobachten. Also ganz funktioniert hat es noch nicht. 9, 6 und da sind sie wieder rausgesprungen, oder? Das kam mir wieder entgegen. Sieht so aus. Okay. Dann hätte ich noch die andere Variante, wo ich die 19 als 19 eingebe. Wenn die allerdings auch nicht funktioniert, dann muss ich es wohl nachschauen. 19 und dann die 6 und die 9. Sechs und die 9. Nope. Okay, dann sind meine Informationen vielleicht doch nicht ganz akkurat. Ah, hier hängt ein Zettel. Okay, das ist wieder so einer ohne Beschriftung. Vielleicht sagt der mir ja das, was hier los ist. Okay, ich habe mein Handy neben mir. Ich werde mal kurz meinen Barcode-Scanner anwerfen und mal gucken, was da steht. The Eagle has landed, jawohl. Now is the time of tranquility and I shall rest and observe the earth. Steht hier. Und dann ist hier neben eine Reihe von Hexcodes. Okay, naja, gut. Ich mach's halt doch mal von Hand. Ich beende kurz die Aufnahme, übersetze das und dann sage ich euch, ob ich die Lösung habe. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Also was hier steht, ist 19, 69, 27 und 20.18 Uhr. Das müsste das Datum sein. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich das eingeben soll, weil die 69 oder 1969 ist ja jetzt nicht hier drauf. Andererseits die 27. Die kriege ich hin. Die 7 ist hier. Und die 20 ist hier drüben irgendwo. Hier ist sie. Aha! Da tut sich irgendwas. Da läuft das Wasser ab. Und dann... Oh, eine Treppe. Okay, und da haben wir den Stern. Alles klar. Also, okay, ich gebe zu, wenn man dieses Schild hier sieht, dann ist das vielleicht machbar. Ich meine, man muss es immer noch mit dem Barcode-Scanner scannen. Das ist schon mal ein externes Hilfsmittel. Und man muss theoretisch, also ich weiß ja nicht, ich meine, dass man davon jetzt auf das Datum kommt, ohne dass man die Hex in ASCII übersetzt, bin ich auch nicht so sicher. Aber gut, das war der Bonusstern und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Bis dann. Tschüss.